Hey, yo Menschen, ich melde mich zurück zu Let's Leiter Ayu Part Nummer. Jetzt wird schwer. 7 vielleicht? 7, 8, irgendwas. Irgendwas um den Dreh. Im letzten Part hatten wir ja das Vergnügen gemacht mit einem super tollen Pokémon. Ja, Sigilyph. Nee, ist nicht cool. Ja, wir haben es irgendwie doch geschafft, mit Man of Steel es irgendwie zu reißen. Mann, ich hasse das Pokémon. Es ist so gemein. Ja, ich glaube, ich sollte irgendwie... Warte mal, ich könnte ja eigentlich wieder auf Haze packen. Ich meine, Clearsmog. Aber bis dahin hat er mich wahrscheinlich schon mit... Wie heißt denn das? Stored Power gekillt, aber keine Ahnung. Ich will einfach nicht mehr drüber nachdenken, Freunde. Und da haben wir schon den ersten Kampf. Es ging schnell. Good luck, have fun. Oh. Wer dieses Lied kennt, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Also da ist was in meiner Playlist falsch. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das kurz rausgenommen habe. So, ich bin wieder zurück und habe das erstmal rausgenommen. So, jetzt mal schnell entscheiden. Entscheidung. Fan auf Rotem Fan. Auch wenn er vielleicht mit Lipoment... Damn! Krebsmensch. So. Ja, Erdkräfte werde ich jetzt mal nicht predikten. Ja, wieso sollte er ein Rotem Fan Erdkräften, außer er prediktet das. Nein, tut er nicht. Und wir machen direkt Rapid Spin, weil darauf habe ich echt keinen Bock. Diese Scheiße, Mann. Er macht Erdkräfte. Au, das tat weh. Das tat wirklich weh. Dann machen wir Waterfall. Denkt ihr, es gilt? Mal sehen. Du Klaus! Yeah! Nice! Oh, jetzt muss ich aber Suizid Rapid spinnen. Vielleicht killt das ja. Oh, das könnte sogar sein. 8%. Leute. Yeah! Nice! Keine Tarnstelle für dich, mein Freund. So, gehen wir auf Fan of Rotem Fan. Und ja. Typhlosion. Data Typhlosion. Frage ist, ob das Choice Scarfed oder Choice Back. Ich würde Choice Back spielen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich einen Choice Backs überleben. Lass mal sehen. Also ich bin Choice Scarfed. For Post Press. Ja gut, das ist ein Ausländer, wie es scheint. Jedenfalls mit Ausländer meine ich, nicht aus Deutschland stammt. Ach Gott. So, womit könnte ich jetzt weitermachen? Master Balls. Oh, die lieben es, Overcoat zu haben. Machen wir mal Hidden Power Fire. Hat man das gehört? Das Auto hier draußen? Naja. Ah, too close. Too close. So, jetzt würde ich an seiner Stelle auswechseln. Deswegen machen wir mal Spore. Weil warum sollte er jetzt sein Escavalier opfern? Aber man kann nicht wissen, eigentlich... Ja, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist der beste Play, wenn er... Yep, ist der beste Play. Zack. Haben wir das eingeschläfert? Naja, haben wir den nicht eingeschläfert? So, fällt gerade auf, ich habe nur physische Pokémon. Außer zwei, die sind speziell. Wir machen nur mal Spore. Icy Wind, ich wusste gar nicht, dass es kann. Machen wir Spore. Dann wechseln wir aus in Fan of Rotem Fan. Bei Fan of Rotem Fan ist immer ein guter Lied eigentlich. Jetzt machen wir World Switch. Und dann ja. Ja, keine Ahnung. Wollen wir uns setupen? Yeah. Yeah. Damn. Snarl, was ist das? Was ist Snarl? Data Snarl. 100%ige Chance? Nee, das funktioniert dann doch nicht. Ah, stimmt. Damit. Gossip. Das ist jetzt deine Chance, diesen Angriff zu überleben. Oh, gut. Gut überlebt. Gut überlebt. Yeah. Wechsel jetzt nicht auf deinen behinderten Spiritum.
Yes! Nice one! Ey, schläft! Nice! Gut, machen wir Knock-Off. Danach Drain Punch. 30%, ui, war knapp. Und Drain Punch. Was? Arschloch. Machen wir nochmal Knock-Off. Ich da hab mich gerade gewundert, Alter, den First Strike. Das wäre doch suboptimal gewesen. So, dann wechselt der Spirit Tomb. Zack. Ja, also mit meinen Step-Moves kann ich da nichts machen. Wechseln wir auf... Hilft hier irgendwas? Nee, ne? Master Ball. Will-O-Wisp? Nee, also ein Will-O-Wisp würde ich dann doch nicht fressen wollen. Boah. Bitte wechsel auf den Typhlosion, das wäre cool. Er oh, macht Pain Split, du Arsch. Na, das ist natürlich jetzt optimal. Gehen wir auf Rotem Fan. Um ein bisschen Health back zu bekommen. Jetzt machen wir Donnerblitz. Es scheint ein Water Absorb Lantern zu sein. Was ich aber nicht verstehe, denn Water Absorb ist kacke. Naja, okay, er hat eine Wasserschwäche hier, ne? Oh, macht der Pain Split? Hör doch auf! wie wenig KP hat das? Ich bitte dich. Viel zu wenig! Bitte kill it. Nee. Meine Schwester hat angeklopft. Ich müsste eigentlich noch schneller sein. Außer er hat Shadow Sneak. Kann natürlich kacke. Yeah. So geht. Get down. So hätten wir sein Spiritum ausgenockt. Ist gut. Rupture Main. So. Eigentlich haben wir ja eine gute Spezialverteidigung. Also gucken wir mal, wie viel das abzieht. Hau, Arschloch. ja, lass uns in Gossip gehen. Weil ich denke mal, das ist Choice Bags. Yeah. Oder Choice Scarf. Ich denke mal Choice Bags. Weil, ja, nee, Choice Scarf. Choice Scarf, weil sonst hätte das. Choice Scarf, wieso ist er denn ausgewechselt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So. Jetzt könnt ihr natürlich wieder in Typhlosion gehen und Explosions respammen. Das finde ich gar nicht so geil. Granbull? Nee. Nein. Nein. Nee. Not that. Not that. Quickfeed? Nice. Das ist cool. Jetzt predikte ich den Typhlosion Switch. Yep, da ist es. Da ist es. So, jetzt die Frage, ob das Choice Scarf ist. Mal sehen. Choice Scarf wäre ein Problem. Okay, nicht so ein großes. Ja, ist Choice Scarf. Okay, gut. Machen wir mal Mach Punch. Machen wir mal Mach Punch. Dann können wir ein bisschen sein KP senken. Nicht genug. Ah, fuck. Scheiße. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Komm. You got this, Gossip. Du kannst einen Erschlag überleben, oder? Bitte. Er wechselt aus. What? Ja, können wir uns. Haben wir nochmal die Chance, Relic Song einzusetzen? Und Drain Punch einzusetzen. Boah, ich bin richtig nervös. Der Flosion ist gefährlich. Ah, Thunder Wave war obvious. Na, das habe ich auch schon gedacht, der wird bestimmt Thunder Wave machen. Aber ja, was soll ich machen? So. Jetzt können wir Drain Punch einsetzen. Also wir können Surf. Bitte, Drain Punch. Komm. Yeah. Und jetzt wechseln wir. Jetzt wechseln wir. Jetzt wechseln wir. Confused me! Why? Du weißt, das war bis jetzt ein ganz cooles Spiel, aber dann muss sowas kommen. Das ist echt Bullshit. Das ist Bullshit, komm.
Da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Jetzt machen wir einfach Ironhead. Also Gossip ist jetzt noch wichtig. Dieser Arsch, ey. Jetzt paralysiert er alles, oder was? So, er muss jetzt irgendwann auswechseln. Da können wir erstmal schön Angriffe auf Typhlosion raussauen, damit seine Eruption... Junge! Dude! Stop! Ey, was ist das? Was ist das? Ohne Witz! Make it stop! Junge! Junge, wehe, du kommst... Junge! Was ist das? Wieso tut er das? Das ist so gemein. Dankeschön. Oh, 29. Das ist zu wenig. Junge. Mann, das ist doch behindert. Wieso muss er Confuse Wave nutzen? Da kriege ich die Krise. Ich krieg da die Krise. Ich heile erstmal meine Moonbusters Mits. Ohne Witz. War klar. Ich könnte jetzt schon wieder ausrasten. Nee, jetzt wechseln wir wieder auf Man of Steel. Ich will nur mit Regenerator ein bisschen Leben zurückbekommen. War klar. Ich würde sowieso jetzt meinen Man of Steel sterben lassen. Macht er wahrscheinlich Fire Blast. Wow, bitte! Ja, oh, yeah, 50%. Können wir das überleben? Bezweifle es. Nein! Aber ich glaube, Gossip kann das überleben, solange er mir nicht quittet. Aber jetzt habe ich es raufbeschworen. Jetzt wird er es wahrscheinlich auch tun. Wir müssen direkt Return machen. Warum? 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 Das ist so scheiße. Mann, ich könnte hier ausrasten. Ohne Witz. Klar, fick dich. Mann, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Boah, das, sowas sieht man auch nur in Ayu. Mann, das ist doch nicht wahr. Ich verliere jetzt wegen so einer Scheiße oder was? Oh, du dreckiger. Und so. Nein. Bitte schlaf einfach. Wehe, du kommst nicht durch. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich komm nie durch! Das ist doch nicht wahr! Klar, jetzt auf einmal! Das ist doch nicht... Ja, jetzt schläft es auch! Das ist wenigstens etwas! Alter! Wehe, du kommst jetzt nicht durch! Ich hau dir so aufs Maul, Gossip! Mann, Gossip! Bitte! Mann! Mann, das ist doch nicht wahr! Ich kann doch wegen sowas nicht verlieren dürfen! Habt ihr gemerkt, wie oft ich verwirrt wurde? Ich glaube, ich mache hier so einen Counter. Genau hier. Mann. Ah. Scheiße, ich hab keinen Bock.
Wieso? It confused me. Nee. Hätten wir vielleicht einen Drain Punch rausbekommen. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen helfen können. Naja. Sei es drum. Vex ist man nicht geschützt. Mann. Ich hätte es schaffen können. Ich will mal ausrechnen, wie viel Schaden das gemacht hätte. Okay. Wir hatten das. 75 ist auch nicht so viel. Tai. Mann, wie wird das geschrieben? So. Ah, er hätte Focus Blast machen können. Da hätte, glaube ich. Siehst du, wäre ich bei 60% geblieben. Hätte Drain Punch gemacht. Hätte der diese Confuse Way Scheiße nicht gehabt, hätte ich Relic Song machen können, Drain Punch, hätte wieder Leben gehabt. Hätte ich das besiegen können. Ich. Ma. Das ist doch scheiße. Wie Hex alles entscheiden kann. Aber okay, ich will jetzt nicht wie ein. So ein Typ rüberkommen, der sich über Hex ganz nett beschwert. Ich beschwere mich auch darüber. Wenn es mich aber in übertriebenem Maße trifft, dann darf ich mich auch mal aufregen, oder? Ja gut, das war der Part für heute, denn jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr! Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch dieser kleine Rage gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Aha. Nee, ich sollte sowas lassen. Jedenfalls, ja. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt, wir plätten ein paar Value-Streams. Auch wenn man das von diesem Part jetzt nicht so behaupten könnte.